Scharfer Handball über den Dächern, fliegende Fahrräder im Wohngebiet, Visionen, Unwirkliches, Fantastisches. Das kommende Jahr in überraschenden Monatsmotiven im verrückten Lebensräumekalender 2017. Erhältlich jetzt überall bei Ihrer Genossenschaft Lebensräume. Mehr als gewohnt. Hallo liebe Handballfans, mein Name ist Alexander Kannbeck und ich bin Spieler und Nachwuchstrainer des LHV Hoyerswerda. An diesem Samstag, den 12.11.2016 um 17 Uhr lade ich euch recht herzlich ein gegen den HC Elbflorenz Dresden, die zweite Mannschaft. Unterstützt uns bei den nächsten zwei Heimpunkten. Der Lausitzer Handballverein Hoyerswerda wird freundlich unterstützt von den Versorgungsbetrieben Hoyerswerda. Erfolg braucht starke Partner mit Energie. VBH, wir machen das. Morgen. Morgen ist einfach, wenn man sich mit der richtigen Anlagestrategie Wünsche erfüllen kann. Hallo und herzlich willkommen zur Drehscheibe Lausitz in Ihrem Elsterwelle-Fernsehen vom 11.11.2016. In 50 Tagen feiern wir Silvester, aber das ist es nicht, was diesen Tag zumindest für Faschingsfreunde ausmacht. Denn die fünfte Jahreszeit hat heute begonnen und wir haben uns in der Region umgeschaut. Tun wir unseren närrischen Auftakt in Kamenz. Hier feiert nämlich der Kamenzer Karnevalsclub seinen 30. Geburtstag. Der KKC wurde 1987 gegründet und hat mittlerweile 74 aktive Mitglieder. In diesem Jahr wird das närrische Volk von Manuela III. Und Gerd I. angeführt. Dazu gehört auch ein Kinderprinzenpaar. Hermine I. und Wenzel I. halten hier das Zepter in der Hand. Abplatz von Kamenz mit einem Dreifachdonner und dem Leker! 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 Fast pünktlich um 11.11 Uhr wurde dem närrischen Volk, das sich trotz des, nicht so einladenden Wetters eingefunden hatte, die Schlüsselübergabe auf dem Balkon präsentiert. Das Geheimnis der Stadt Kasse wurde ein wenig später unten auf dem Markt gelüftet. Und schauen Sie, da wird seit zwei Tagen debattiert, warum Blonde in Amerika Wahlen gewinnen an der Stelle. Und wir haben uns natürlich auf diese Situation eingestellt und lüften das Geheimnis. Vorsicht! Liebe Kamenzerinnen und Kamenzer, lieber Elferrat, ihr müsst nachziehen. Wir haben 11-mal Blondierungsmittel drin. Für die, die einen guten Haarwuchs haben an der Stelle. Ich bin raus. Für die, nein. Für die, wo es etwas fehlt an der Stelle, kann man sich die Donauwelle oder Donaldwelle selber dann anstecken. Und wir erwarten von euch, make Kamenz great again. Macht Kamenz wieder groß an der Stelle. Das ist eure Aufgabe. Hier bei uns. Ja. Gefeiert wird in Kamenz heute noch bis tief in die Nacht und natürlich zum 30. Geburtstag wird es auch eine große Faschingsveranstaltung geben. Die ist für den 4. Februar vorgesehen. In dem Sinne
Leka Helau, Leka übrigens Lessingstadt Kamenz. Und damit gebe ich zu Thomas. Wie sieht's denn aus in Bernsdorf? Ja, natürlich, Janine, wurde auch hier in Bernsdorf um Punkt 11.11 Uhr das Rathaus gestürmt, und zwar vom Bernsdorfer Karnevalsclub, den es übrigens schon seit 1953 gibt. In diesem Jahr, in der 64. Karnevalssaison, steht das Ganze unter dem Motto "In den Taschen wenig Knete, auf geht's zur Las Vegas Faschingsfete". Und die wird übrigens morgen, also am Samstag, im Vereinshaus Grüner Wald richtig zünftig gefeiert. Danach geht es noch weiter, denn immer kurz vorm Rosenmontag gibt es in Bernsdorf den großen Karnevalsumzug. Da sind dann mehrere hundert Teilnehmer in Fußgruppen und auch auf Festwagen unterwegs, und man wird da gerne unterstützt, auch von den Karnevalisten aus Wiednitz und aus Grünewald. Ja, und auch wenn dann eigentlich alles vorbei ist, ist das hier in Bernsdorf längst nicht der Fall, denn seit vielen Jahren feiert man schon den Bernsdorfer Sommerfasching im Waldbad in Bernsdorf. Es ist also jede Menge los hier. Und das ist überhaupt das Stichwort. Was ist denn in Hoyerswerda los? Florian ist dort vorm Rathaus. Ja, auch auf dem Markt in Hoyerswerda war eine Menge los. Hier am alten Rathaus war es ganz schön kalt, und deswegen musste erstmal ordentlich eingeheizt werden. Zum Glück hatten die Funken des HKCs reichlich Musik im Gepäck dabei. Pünktlich um 11.11 Uhr kam dann auch die Konfettikanone zum Einsatz. Die kleine Fehlzündung war Grund dafür, dass Präsident Andreas Kubale Bürgermeister Thomas Delling höchstpersönlich abholen musste. Der Rest verlief zum Glück reibungslos, und so konnte das neue Prinzenpaar Susanne I. und Stefan I. in die neue, die 20. Amtszeit starten. Das war's hier aus Hoyerswerda, und damit zurück ins Studio. Mit guten Nachrichten für Autofahrer starten wir nach einer ganz kurzen Pause, liebe Zuschauer. Immer gut informiert mit Elsterwelle. Dank Ihrer Werbung und ganz ohne Gebühren. Am 22. November wird um 17 Uhr eine weitere Diskussionsrunde zum Leitbild der Stadt Hoyerswerda durchgeführt. An virtuellen Marktständen können einzelne Themen wie Wirtschaft, Schule und Wohnen, aber auch weitere im Gespräch mit Experten vertieft und eigene Vorschläge eingebracht werden. Die Veranstaltung in der Lausitzhalle beginnt um 17 Uhr. Und jetzt geht es weiter mit Nachrichten sozusagen auf die Straße. Nach gut einem Jahr rollt seit Freitagnachmittag wieder der Verkehr auf einer der Hauptverkehrsadern in Hoyerswerda. Ohne offizielle Freigabefeierlichkeit ist der Neubau der Grölitzer Brücke über die Schwarze Elster seiner Bestimmung übergeben worden. Die Überführung soll für die nächsten 80 Jahre halten, heißt es vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr. 1,8 Millionen Euro wurden in den Bau und die teilweise Sanierung der Südstraße investiert. Mit der Verkehrsfreigabe der Brücke fährt auch der ÖPNV wieder über die Süd- bzw. Frenzelstraße. Die Stadtbuslinie 3 und 4 sowie die Regionalbuslinie 161 nehmen ihren Regelfahrplan auf, wird informiert. Deutlich früher als geplant ist auch die B97 in Bernsdorf wieder frei. Hier wurde zwischen der Tankstelle am Ortseingang aus Richtung Hoyerswerda bis zum Abzweig zur S94 der Asphalt erneuert. Sicherlich wird es noch einmal zu kurzzeitigen Sperrungen bzw. Behinderungen kommen, denn die Straßenmarkierung fehlt noch. Deren Auftrag ist aber witterungsabhängig. Enormer Andrang herrschte am Freitagvormittag im Lausitz-Center in Hoyerswerda. Nach knapp 7 Monaten Umbauarbeiten konnte eine neue Filiale des schwedischen Textilunternehmens H&M eröffnet werden. Hochoffiziell mit dem obligatorischen Banddurchschnitt von Store-Managerin Simone Schrapel. Gleich nebenan ist nun auch wieder Volvo zu finden in kleineren Geschäftsräumen. Offenbar aber immer noch mit zahlreichen Schnäppchen, wie die langen Schlangen wohl verraten. Die Erwartungen beider Läden sind groß, immerhin auf je 35.000 Kunden. In den ersten beiden Tagen hofft man. In Hoyerswerda ist am Samstagnachmittag die Weihnachtsstraße in Richtung Klinikum komplett gesperrt. Hier wird eine Rohrbrücke der Versorgungsbetriebe montiert. Betroffen ist der Abschnitt von der Kongresshotelkreuzung bis zur Einfahrt zum Ärztehaus. Die Arbeiten sind von 12 bis 18 Uhr vorgesehen.
Am frühen Donnerstagmorgen sind in Hoyerswerda Unbekannte in drei Gartenhäuser an der Bolzner Straße eingedrungen. Die Täter stahlen diverse Gartengeräte und Werkzeuge aus den Gebäuden. Den Schaden beziffern die Eigentümer auf insgesamt etwa 1.700 Euro. Dazu kommt Sachschaden in Höhe von fast 3.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Das Infomobil des Verkehrsverbundes Oberelbe feiert 15. Geburtstag. Seit dem 5. November 2001 macht das blaue Fahrzeug auf regionalen Wochenmärkten, Messen oder Veranstaltungen Station und sein Team berät Interessierte zu Fahrplan und Tarif des VVO bzw. verkauft auch gleich das passende Ticket für die nächste Fahrt mit Bus und Bahn. Darüber hinaus gibt es am Infomobil Broschüren, den Antrag für eine Abo-Monatskarte, die für die ermäßigten Zeitkarten notwendige Kundenkarte und natürlich die aktuellen Fahrplanbücher. In unserer Sendereihe Nichts los hier ist Florian Glatter gleich noch einmal am Start. Er hat den Blinden- und Sehschwachen Verein in Hoyerswerda besucht. Jetzt berufsbegleitend studieren an der Konrad-Zuse-Akademie Hoyerswerda. Sozialpädagogik, Medienmanagement und Betriebswirtschaft. Attraktive Fernstudiengänge mit international anerkanntem Hochschulabschluss der renommierten Hochschule FHM Bielefeld. Und mit dem Vorteil aller Prüfungen und Lehrveranstaltungen vor Ort im FHM-Prüfungszentrum Konrad-Zuse-Akademie Hoyerswerda. Jetzt informieren unter zusag.de oder einfach anrufen. Hoyerswerda 2090-65 und beraten lassen. Berufsbegleitend Sozialpädagogik, Medienmanagement oder Betriebswirtschaft studieren an der Konrad-Zuse-Akademie Hoyerswerda. Alle Infos dazu unter zusag.de oder telefonisch Hoyerswerda 20 90 65. Nichts los hier? Oh doch! Liebe Zuschauer, vor einer Woche war ich hier im Haus der Parität und da gab es eine besondere Veranstaltung für die Blinden und Sehbehinderten von Waltraud Flade, die jetzt an meiner Seite sitzt. Das ist die Vorsitzende des Verbandes hier in Hoyerswerda. Und die erste Frage, die aufkam, ist, wie stelle ich mir das überhaupt vor? Ich meine, ich bin jetzt nicht blind, ich trage zwar eine Brille, die hat ja auch schon ein bisschen was so von der Sehschwäche, aber ich kann trotzdem noch alles erkennen. Deswegen, Frau Flade, die erste Frage wäre jetzt vielleicht, weil ich mir das überhaupt nicht vorstellen kann, was können Sie überhaupt jetzt gerade sehen? Also ich sehe Sie als Schatten. Die Wand hinter Ihnen, das ist hell, weil ja da das Licht drauf fällt. Und ja, mein Gegenüber, das sehe ich auch nur als Schatten. Also Farbe erkenne ich keine, das ist alles schwarz. Dass ich einen roten Pullover anhabe, das wissen Sie jetzt also nicht, das kann ich Ihnen nur sagen. Ja, das ist, ja, das ist so. Sie haben gerade gesagt, das hat was mit dem Nicht-Einfall zu tun. Ja, ich kann noch hell und dunkel eben sehen und ist das eben, wenn ich eben Leute sehe, dass ich die dann eben so als Schatten sehe, ne? Das ist, und Gesichter erkenne ich überhaupt keine mehr. Ne? Das ist gar nicht. Nur eben so hell und dunkel. Auch wenn ich irgendwo gehe oder so, wenn Türen da sind, da und Licht rausfällt, das erkennt man dann, dann kann man da gut. Ansonsten gehe ich ja auch mit einem weißen Stock. Ne? Das ist immer sicherer dann.
wenn man sich nicht nirgendwo zurechtfindet. Ne? Hier im Hause finde ich mich ja nur ganz gut zurecht, weil das so gut wie mein zweites Zuhause ist. Ne? Aber ansonsten, wenn ich irgendwo anders hinkomme, dann ist das eben in dem Falle nicht mehr so. Wir haben uns ja heute begrüßt. Ich bin hierher gekommen und ich wollte Ihnen die Hand geben, einfach aus Gewohnheit. Sie haben ja etwas zögerlich reagiert. Sie haben, als ich dann Ihre Hand angefasst habe, haben Sie dann auch reagiert. Ja. Was würden Sie sich wünschen? Würden Sie sich wünschen, dass die Leute normal zu Ihnen kommen? Ja, und normal die Hand? Ja, wir sind ja nicht krank. Es braucht keiner Sorge haben, dass wir irgendwie ansteckend sind oder was. Wenn jemand auf mich zukommt, kann er ruhig mir die Hand geben oder mich anstoßen und mir die Hand geben. Ne? Da ist das ist für mich nicht irgendwie was Schlechtes oder so. Denn ich kann ja den, ich erkenne den ja Menschen ja nicht, ne? Sie sind mir eben auch nicht so geläufig, dass ich eben das nur an ihrer Sprache feststelle. Ne? Die meisten Leute, mit denen ich verkehre oder so, die ich kenne, die erkenne ich an der Sprache. Ne? Es gibt ja. Sonst frage ich dann, wer das ist. Sie haben es gerade schon angesprochen, es gibt ja viele Möglichkeiten, wie Sie sich das Leben vereinfachen können. Ich glaube, das wird auch in dem Verband beigebracht. Oder was ist der Ziel? Was ist das Ziel? Ja, dass man sich im Leben wieder zurechtfindet. Denn es ist ja, wenn einer von heute auf morgen blind wird oder beziehungsweise sehr schlecht sehen kann, die fallen ja meistens in ein tiefes Loch. Ne? Für die ist das sozusagen... Was ist nun mit mir passiert? Ne? Wie soll das nur weitergehen? Ne? Und da sind wir können wir mithelfen, indem wir ihnen sagen, wie und was man machen kann, was es für Hilfsmittel gibt und so weiter und so fort. Da sind wir eine Anlaufstelle für, das machen wir auch. Und wir sehen ja jetzt wieder, ist wieder Donnerstag, da treffen wir uns alle wieder hier. Das ist bei uns, das ist so ein fester Kern, die jetzt immer kommen. Und dann sind wir zusammen und trinken gemütlich Kaffee zusammen. Wir singen zusammen, wir reden miteinander. Und das ist für viele viel, schon ganz schön viel. Die freuen sich schon immer, wenn Donnerstag ist, ne? Wir hatten eine Zeit lang, die erste Zeit, wie ich hier im Verband war, war meistens Ende Juli, Anfang August, waren immer 3 Wochen geschlossen. Die Woche in diesen 3 Wochen, das war für uns auch nicht gerade so ideal, nicht? Weil wir uns ja auf jeden Donnerstag freuen, wenn wir hierher kommen. Ne? Ist denn da auch die Möglichkeit, dass die Angehörigen mitgebracht werden können oder dass jeder einfach freikommt? Ja, wir sind offen für alle. Auch Sehende, die eben sich das mal angucken wollen oder mal hören oder wie. Wir sind für alle offen. Es kann jeder kommen. Und dann sind Sie auch immer bei Projekttagen sehr aktiv, wenn es um Schüler geht, wenn es um generell die Bevölkerung geht. Was wird da probiert, was wird da gezeigt? Das Lessing-Gymnasium kommt immer in die KUFA mit einem Projekttag. Die Kinder kriegen erst einen Film zu sehen und dann haben wir immer so 3 oder 4 Stationen aufgebaut. Da machen wir sie mit den blinden Schreibmaschinen vertraut, dann eben mit diesen Brillen, die sie eben aufgehabt haben und zeigen ihnen, wie man mit dem Stock und mit dem Klingelball umgeht. Und dann haben wir auch noch einen Tisch, wo wir eben die ganzen, was man so als Hilfsmittel hat oder was so gebraucht wird, dann so zeigen den Kindern die sprechenden Uhren und was wir so haben, sprechende Haushaltswagen gibt es. Es gibt Personenwagen, die sprechen und ich habe auch für zu Hause, das heißt sich Einkaufsfuchs,
nennt sich das. Aber ich habe das zu Hause dafür, wenn ich koche und so, dass ich dann nicht jedes erst probieren muss, was das ist, sowas an Gewürzen und so. Das sagt mir dann der Einkaufsfuchs, weil das da drinnen gespeichert ist. Ne? Und auch wenn ich jetzt so irgend Sachen brauche, wie so, naja, bei jetzt die beim Rentenerhöhung und so weiter, wenn man da so was lesen will oder das wegtut und dann wieder sucht, dann braucht man das nicht so suchen mit dem Einkaufsfuchs, das spreche ich da rein und dann weiß ich, in welcher Hülle das ist. Ne? Wenn ich da, werden so eine, die na, Strichcodes raufgeklebt und damit erkennt der Einkaufsfuchs dann das, was das ist. Ne? Sowas, das gibt es alles, das kann man sich, das kriegt man auch über die Krankenkasse. Dann, ich habe früher sehr gerne gelesen und Handarbeit gemacht. Naja, mit Handarbeit ist es jetzt so eine Sache, aber Lesen, da haben wir ja dann in Leipzig die Bücherei, die Deutsche Zentralbücherei für Blinde. Und da lese ich dann schon, da habe ich mich angemeldet und bekomme immer meine Bücher geschickt. Und ich schicke sie dann wieder zurück und dann gibt es immer wieder neue. Da kann man auch, da gibt es auch Kochbücher und Backbücher, die man sich da ausleihen kann und sich dann irgendwie das merken oder woanders drauf, auf irgendwie was drauf sprechen, dass man das auch hat. Und da gibt es so viele Sachen, die man eben wirklich machen kann. Man kann ja, so wie ich das jetzt herausgehört habe, Sie können schon einen normalen Alltag leben, wie ein normaler Bürger. Ja. Was würden Sie trotzdem sagen? Ist es wichtig, darauf aufmerksam zu machen und zu sagen, vielleicht mal die Blindenschrift durchzusehen, die zu beherrschen im Falle eines Falles? Ja, man sollte sich da vielleicht damit beschäftigen. Vor allen Dingen solche Leute, die eben jetzt schon leicht sehbehindert sind, ne? Dass die sich vielleicht für sowas interessieren, ja. Das wäre schon nicht schlecht. Denn wenn man ratzbatz gut, wir können die Blinden, die jetzt eben späterblindet sind, also die jungen Leute, die gehen ja dann auch zur Schule, ne? Die in die Blindenschule. Und aber wenn man später blindet ist oder so, da gibt es in Rochsburg, wir haben in Rochsburg eine Begegnungsstätte für Blinde und Sehbehinderte. Und da gibt es Kurse eben für Blindenschrift und da gibt es auch Kochkurse und so Zusammenkünfte, wo eben über Hilfsmittel und solche Sachen gesprochen wird. Das wäre da könnte man sich anmelden. Das ist immer sehr besucht, ja. Das ist. Ja, ich glaube, dann haben wir auch alles gesagt. Ganz, ganz wichtig ist ja, dass man sich jeden Donnerstag hier trifft. Ja. Um 14 Uhr im Haus der Parität. 14 Uhr, ja. Und Sie laden ja jeden ein. Sie laden jeden ein. Jeder ist willkommen. Es ist da. Das ist, wir freuen uns über jeden, der kommt. Und liebe Zuschauer, dann können Sie das Angebot einfach mal wahrnehmen, mit dem Thema sich beschäftigen und vielleicht sehen Sie den einen oder anderen Zuschauer. Das wäre nicht schlecht. Das Elsterwelle Kalenderblatt. Am 12. November 2008 ist in Hoyerswerda die Orangebox an der Bautzner Brücke offiziell eröffnet worden. Geplant als Informationszentrum zum Stadtumbau dauerte es fast 4 Jahre, bis der markante Kubus in Betrieb ging. Mehrere Ausstellungen waren darin zu sehen, allerdings steht die Box auch heute noch meistens leer. Das Elsterwelle Kalenderblatt. Zur Zierfisch- und Wasserpflanzbörse wird am Samstag in das untere Foyer der Hoyerswerda Lausitzhalle eingeladen. Interessierte erhalten dort kompetente Beratung und ausführliche Informationen. Die Börse ist in der Zeit von 10 bis 12 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.
Freunde der Musik von den Rolling Stones kommen am Samstagabend im Bürgerhaus Braugasse 1 am Markt in Hoyerswerda voll auf ihre Kosten. Die Coverband Starfucker ist zu Gast und präsentiert die besten Songs von Jagger, Richards und Co. Los geht's um 21 Uhr. Zum diesjährigen Volkstrauertag findet im Ehrenhain an der Bonhoeffer Straße in Hoyerswerda eine gemeinsame Gedenkfeier der Stadt Hoyerswerda und des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge am Sonntag statt. Sie beginnt um 10.30 Uhr. Interessierte sind auch am Ehrenmal der Evangelischen Kirche in Bernsdorf ab 10.30 Uhr sowie an der Kriegsgräberstätte in Nordweinberg ab 14 Uhr eingeladen. Das Figurentheater Brettschneider aus Dresden zeigt am Sonntag im Bürgerhaus Braugasse 1 am Markt in Hoyerswerda innerhalb der Wintermärchenreihe die Geschichte von Frau Holle. Los geht's, 15.30 Uhr. Die neue Bühne Senftenberg zeigt am Sonntag im Theaterkino den Streifen Zar und Zimmermann. Vorstellungsbeginn ist um 19 Uhr. Nachts wolkig, aber trocken bei Temperaturen um die 0 Grad. Der Samstag wird freundlich mit ein paar kleinen Wölkchen und viel Sonnenschein. Nur kalt bleibt's weiterhin bei einem Grad. Auch der Sonntag zeigt sich von seiner besten Seite. Da heißt es raus aus dem Haus und viel Vitamin D einsaugen. 2 Grad sind angekündigt. Der Anfang der nächsten Woche soll genauso schön werden. Heiteres Wetter bei frösteligen 3 Grad. Das war die Drehscheibe Lausitz vom Freitag. Liebe Zuschauer, ein schönes und vielleicht auch närrisches Wochenende wünscht Ihnen das komplette Team. Ich hoffe, wir sehen uns am Montag pünktlich wieder. Bis dahin, machen Sie es gut. Ein Smart-TV von Samsung für nur 599 Euro. Das ist unser Expertenangebot der Woche. Mit diesem LCD-TV mit LED-Hintergrundbeleuchtung könnt ihr euch auf erstklassige Bilderstellung in Full HD freuen. Außerdem sind weitere innovative Technologien integriert, um das Bild zusätzlich zu optimieren. Der White Color Enhancer von Samsung sorgt für eine detailreiche Darstellung und naturgetreue Farben. Mit dem Contrast Enhancer wird zudem der Kontrast in verschiedenen Bildschirmbereichen intelligent angepasst. Und damit nicht genug. Zusätzlich erzeugt Samsungs Micro Dimming Pro Technologie ein tiefes Schwarz und klare Weißtöne. Insgesamt wird so eine höchst realistische und farbintensive Bildqualität ermöglicht. Und bei 55 Zoll, also 138 cm Bilddiagonale, macht Heimkino dann so richtig Spaß. Gleich 4 HDMI-Anschlüsse garantieren dabei, dass ihr alle eure Multimedia-Geräte wie Blu-ray-Player, Spielekonsolen und Receiver anschließen könnt. Als Smart-TV hat das Gerät aber auch abseits des normalen Fernsehens so einiges zu bieten. Ein leistungsstarker Quad-Core-Prozessor sorgt dabei für reibungslose Performance. Über den intuitiven Smart Hub lassen sich alle wichtigen Funktionen zentral steuern. Die Oberfläche könnt ihr sogar individuell gestalten und eure Lieblingsanwendungen nach Belieben anordnen. Neben vielen Samsung-Apps gehören natürlich auch Streaming-Anbieter für Filme und Serien zum Portfolio. Oder ihr könnt auch eure eigenen Urlaubsfotos, Videos oder Musik auf den Fernseher übertragen. Über die Quick Connect-Funktion oder über Samsungs Smart View App könnt ihr einfach euer Handy oder Tablet mit dem Fernseher verbinden, denn der verfügt über integriertes WLAN. Oder ihr schließt einen USB-Stick oder eine Festplatte mit euren Medien an einen der 3 USB-Ports an. Dieser Smart-TV von Samsung macht euer Wohnzimmer zum Heimkino. Und das für nur 599 Euro. Da solltet ihr direkt zugreifen und zwar natürlich im Expert-Fachmarkt in eurer Nähe oder online auf expert.de. Expert. Immer stark beraten. In Cottbus, Hoyerswerda und Senftenberg. Oder unter esc-expert.de.